Hallo, liebe Leute, und ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2013. Ja, ein ganz besonderer Gruß geht dabei an Silent von der Gruselseite. Ich weiß nicht, ob du das im Forum gesehen hast, aber ich habe angedeutet, beziehungsweise mir vorgenommen dieses Jahr, dass ich zu jeder Buchvorstellung nur diese Bluse tragen werde, weil du die nicht leiden kannst. So. Das neue Jahr geht los mit Eine größere Welt von Kathleen Vera Aiken. Wie ich schon jetzt mehrfach erwähnt habe, ist das das Erste, was ich dieses Jahr gelesen habe, ja, kann man schon so sagen. Und es handelt sich dabei um die Geschichte des jungen Leon, der als Findelkind in einer Pflegefamilie aufwächst. Sein einziger Halt ist dabei die älteste Tochter der Mutter, der, ja, der Frau, bei der er wohnt. So, das ist die Melin. Sie ist sowas wie eine Schwester für ihn oder sowas wie eine Ersatzmutter. Und er liebt sie über alles. Und eines Tages stirbt sie aber durch tragische Umstände. Und es gibt nichts mehr, was Leon eigentlich dort hält, wo er aufwächst. Und ja, er vermutet sogar, dass die Mutter ihn dann rausschmeißen wird. Deswegen macht er sich freiwillig auf den Weg bis nach Paris zu Fuß. Ja, es ist ein kleines Stück Weg, aber er nimmt es auf sich. Und möchte Paris kennenlernen, vor allem durch die ganzen Geschichten, die Melanie ihm erzählt hat, dass in Paris alles anders und besser sein wird. Und ja, die Frauen mit den hochtupierten Haaren. Und er möchte sich davon überzeugen, ob Paris wirklich so ist, wie er es gehört hat. Er schlägt sich dann durch bis nach Paris. Und ja, dort steht er dann erstmal natürlich total allein da. Findet aber durch viel Glück eine Unterkunft. Und ja, er lernt Paris kennen. Er merkt schnell, dass Paris keine sehr schöne Stadt ist. Sie ist ziemlich rau und schmutzig, strahlt aber trotzdem eine gewisse Faszination aus und deswegen bleibt er dann auch da. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Er wollte früher, als er noch auf dem Dorf gelebt hat, unbedingt zur Schule gehen und hat sich dann Lesen und Schreiben beibringen lassen von einem Lehrer. Und das Einzige, was er eigentlich in seinem Leben machen will, ist Schreiber werden. Er will für andere Leute Briefe schreiben. So, das ist sein größter Traum und darauf ja, will er sich halt spezialisieren, arbeitet darauf hin, dass er irgendwann als Schreiber arbeiten darf. Eines Tages ja, was sage ich jetzt? Eines Tages kommt ein Buch auf den Markt von einem gewissen Jean-Jacques Rousseau. Und ja, es ist ein Buch, was die Leute sofort dazu bringt, es zu lesen. Also an jeder Ecke sieht er Leute, die dieses Buch in der Hand haben. Und er hat von dem Autor noch nie was gehört, aber auch er lässt sich davon anstecken. Kurze Zeit später steht dann fest, dass er mehr mit Jean-Jacques Rousseau zu tun hat als eigentlich jeder andere in Paris. So, ja, das ist so das, worum es in dem Buch geht. Ich hatte im Coming Soon Video schon mal gesagt, was so hinten drauf steht, fand aber persönlich, dass es zu viel verraten war, denn die ganze Geschichte um Jean-Jacques Rousseau beginnt erst ziemlich spät. Also ich fand, dass man auf Buchrücken zu viel verraten hat von der ganzen Geschichte. Ich habe dann die ganze Zeit drauf gewartet und es kam aber erst relativ spät so. Also ich hätte dann eigentlich nur seine Reise nach Paris hinten drauf geschrieben und nicht, dass er irgendwas mit Rousseau zu tun hat. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber da kann die Autorin ja nichts dafür. Ja. Ich fand das Buch wahnsinnig toll. Also Kathleen Vera Aiken hat einen wunderbaren Schreibstil, wie ich finde. Das heißt, ist mir auch schon in Nein, ich vergesse mal, wie das andere Buch hieß. Es ist mir schon in Lara und Rebecca am anderen Ufer des Mississippi aufgefallen. Sie hat einen unglaublich berührenden Schreibstil und ja, hat mich sofort eingenommen. Also ich fand das Buch sehr schön. Ich fand es wirklich sehr schön. Mich hat die Geschichte von Leon total mitgenommen. Ich habe wirklich mit ihm mitgelitten. Mir standen manchmal die Tränen in den Augen, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist.
Und es ist sehr interessant zu sehen, wie er im Laufe des Buchs dann wirklich erwachsen wird. Er ist ja am Anfang noch ziemlich klein, also es geht ja schon fast bei seiner Geburt los, und dann den größten Teil des Buchs nimmt dann so die Zeit zwischen 10 und 15 Jahren ein. Und ja, damit ist er ja eigentlich noch ein Kind, aber er wird so schnell erwachsen in dem Buch. Das merkt man schon, als er loszieht, oder man merkt es eigentlich schon, als er von sich aus beschließt, er will unbedingt schreiben lernen, ja. Er will lesen und schreiben lernen, er will wissen, was die Buchstaben aussagen. So. Er freut sich über jeden Buchstaben, den er lernt, und das ist. Ha, ich fand es schön, ja. Ich habe auch so einen Buchstaben, ne? Ach, lesen und schreiben, das ist schon was Tolles. So. Was mir auch sehr gefallen hat, war die Darstellung von Paris. Die kam mir bekannt vor aus Das Parfüm. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es um dieselbe Zeit gespielt hat, aber ich hatte dieses selbe Paris-Gefühl. So ein. Alles ist irgendwie nicht so toll, es gibt so viele arme Leute, es gibt kaum Arbeit in Paris. Ja, eigentlich die Oberschicht beherrscht alles. Wer nicht zur Oberschicht gehört, der ist sozusagen ein armer Schlucker und der kann eigentlich nichts mit seinem Leben anfangen. Und die ganzen dreckigen Gassen und die Hektik, die dort herrscht. Und es ist alles eigentlich kein schönes Bild von Paris, und trotzdem ist man total gefesselt davon. Und es ist so faszinierend, das ist mir damals schon aufgefallen, das war auch in Das Parfüm schon so, dass die Stadt eigentlich ziemlich schmutzig und sehr unsympathisch beschrieben wurde. Ich aber trotzdem total fasziniert davon war, das Bild dieser Stadt genau vor Augen hatte. Und ich habe mir richtig gewünscht, dass ich das mit eigenen Augen mal sehen könnte. So. Ist heutzutage ja nicht mehr so in Paris, aber. Ja, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich das mit angesehen hätte, dieses Leid und gleichzeitig die Faszination. Das wäre bestimmt sehr interessant geworden. Ja, das Buch ist rausgekommen im Bloomsbury Verlag. Und zwar, ja, letztes Jahr, 2012. So, ist noch nicht so lange her. Ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Ich glaube 19,95, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich mir nämlich direkt über Amazon bestellt, nicht über Marketplace, sondern direkt über Amazon. Das Buch hat insgesamt 293 Seiten. Und es ist viel zu kurz. Ich fand es viel zu kurz, ja. Ich hätte es mir noch viel länger vorgestellt. Ich hätte noch viel mehr über Leon kennenlernen wollen und können. Und ja, mir war eindeutig viel zu wenig. Also das Ende, das war so. Ach, ich hätte es mir bedeutend länger vorgestellt. Also ich hätte dann gern noch in das richtige Erwachsenenleben von Leon reingeguckt, was denn nun doch noch aus ihm geworden ist, und ja, wie sich das alles so entwickelt. Ja, ich weiß jetzt nicht mal, bis zu welchem Alter man ihn verfolgt, aber ich hätte es mir noch ein bisschen länger gewünscht. Also ja, mal sehen. Ich werde auf jeden Fall die Werke von Kathleen Vera Aiken im Auge behalten. Und ja, wenn wieder was auf Deutsch rauskommt, werde ich es garantiert lesen, weil sie mich jetzt schon mit diesen beiden Büchern ziemlich überzeugt hat. Ich hoffe auch, dass ihr mal reinguckt. Sie hat einen sehr berührenden Schreibstil, der einen auch nicht mehr loslässt. Und ich habe aber irgendwie noch nie so viel was von ihr gehört. Ich finde, sie sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, meiner Meinung nach. Und ja, ich halte es nochmal hoch. So sieht das Buch aus. Ich finde es auch von der Aufmachung her sehr schön. Es ist auch innen. So, die Zahlen und so ein bisschen was ist hier ein bisschen in verschnörkelte Schrift geschrieben. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Ja, genau. Ich würde sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Einen schönen Rutsch habe ich euch dieses Jahr nicht gewünscht, beziehungsweise letztes Jahr nicht gewünscht, aber ich wünsche euch jetzt immer noch ein ganz tolles Jahr 2013. Ich hoffe, dass alles so wird, wie ihr es euch vorstellt, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr die Bücher lesen könnt, es schafft, diese Bücher zu lesen, die ihr euch dieses Jahr vorgenommen habt. Und ja, ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin bei mir reingucken. Es wird dieses Jahr so weitergehen wie immer. Also ein Ende ist noch lange nicht in Sicht, ja. Und ich freue mich schon drauf, mit euch zu kommunizieren, euch neue Bücher zu zeigen. Ich freue mich schon auf alle Bücher, die ich dieses Jahr lesen werde. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video, und bis bald.